Wie bereiten Sie ein Kritikgespräch sorgfältig vor? Wenn Sie ein Gespräch sorgfältig vorbereiten mit Notizen, wird Ihnen das Gespräch viel leichter fallen. Mein Name ist Markus Jotzo, ich trainiere seit 15 Jahren Mitarbeiter und Führungskräfte bei genau diesem Thema. Drei Sachen sind wichtig. Erstens die Zahlen, Daten, Fakten, dann Ihre emotionale Stimmung und die direkte Ansprache des Mitarbeiters. Starten wir mit den Zahlen, Daten, Fakten. Bereiten Sie konkret vor, was haben Sie wahrgenommen? Was hat der Mitarbeiter gesagt oder getan? Das ist das erste W, die Wahrnehmung. Und dann das zweite W, die Wirkung. Welche Wirkung hatte dieses Verhalten auf die Stimmung im Team, die Ergebnisse, Feedback eines Kunden oder? Sehr konkret. Die Lösung bereiten Sie bitte noch nicht vor, denn die Lösung kommt idealerweise im Gespräch von dem Mitarbeiter selbst. Wenn er die Lösung selbst entwickelt, dann hat er auch mehr Umsetzungsenergie später nach Ihrem Gespräch. Führen Sie idealerweise einen Dialog mit Ihrem Mitarbeiter. Also fragen Sie ihn zwischendurch, wie siehst du das? Damit Sie seine Sichtweise verstehen. Fragen Sie nicht, warum hast du das denn so gemacht? Das ist vielleicht auch eine interessante Information, aber vor allem wollen Sie ja wissen, nach der Wahrnehmung, nach der Wirkung, wie Ihr Mitarbeiter dazu steht. Also versteht er, dass er damit einen Bock geschossen hat und dass das nicht gut ist für die Ergebnisse. Also einen Dialog führen mit Ihrem Mitarbeiter. Typischer Fehler, den Führungskräfte immer wieder machen, ist, dass sie nicht die konkrete Wahrnehmung beschreiben, sondern eine Interpretation der Wahrnehmung. Beispiel, Sie sagen zum Mitarbeiter als Führungskraft, immer bist du so aufbrausend im Gespräch mit deinen Kollegen. Das ist eine Interpretation. Sehr korrekt. In der Wahrnehmung wäre es gewesen, wenn Sie sagen würden, gestern im Dialog, du mit deinem Kollegen Michael, hast du nur laut gesagt, dafür bin ich nicht zuständig, und hast dich mitten im Gespräch umgedreht und hast den Raum verlassen. Das wäre eine sehr konkrete Wahrnehmung, sodass der Mitarbeiter klar versteht, was gemeint ist. Nebenbei das Wort immer, also eine Verallgemeinerung, wie immer, nie, die ist immer oder fast immer vorwurfsvoll. Vermeiden Sie also solche Verallgemeinerungen, sondern sagen Sie sowas wie, auch statt schon wieder, sagen Sie sowas wie, zum dritten Mal ist das in den letzten 2 Wochen vorgekommen. Was sagst du dazu? Das wäre sehr konkret und ein Dialog mit Ihrem Mitarbeiter. Kritisieren Sie immer das Verhalten und nicht die Person selbst, denn Fehler passieren. Jede Person, jeder Mensch, Sie auch, ich auch, machen regelmäßig Fehler. Punkt 2. Ihre emotionale Stimmung, mit der Sie ins Gespräch reingehen. Manchmal sind wir selbst aufbrausend, weil wir uns über einen Fehler ärgern, weil es schon wieder passiert ist, weil es Zeit und Nerven kostet, den Fehler auszubügeln oder. Also wie bleiben Sie selbst ruhig? Die Regel ist, der Ton macht es ertragbar und die Worte konfrontieren. Also konfrontativ darf es sein, es darf unangenehm sein für Ihren Mitarbeiter. Zum dritten Mal ist dir das jetzt schon passiert in den letzten 2 Wochen. Das ist durchaus unangenehm und es soll auch unangenehm sein für den Mitarbeiter. Denn wir verändern unser Verhalten aus 2 Gründen. Das eine ist, wir wollen Schmerz vermeiden, wie so ein Kritikgespräch. Und das andere ist, wir wollen Freude haben. Wir wollen uns freuen über die positiven Ergebnisse. Oder zum Beispiel, dass Sie nächstes Mal nicht sagen Kritikgespräch, sondern Lobgespräch zu diesem Thema. Also das Gespräch darf unangenehm sein. Es gibt 2 Ausnahmen, da werden die Gespräche wenig unangenehm sein. Das ist auch in Ordnung. Zum einen, wenn es ein sehr ehrgeiziger Mitarbeiter ist, dann wird der bei diesem Kritikgespräch schnell sagen, na ja, wie kann ich das denn besser machen? Und wird sich gleich sehr engagieren, es besser zu machen. Das ist zwar kein schönes Gespräch, aber sieht dadurch die Chance, besser zu werden. Und das andere Beispiel ist, dass ein Mitarbeiter, der in der Einarbeitung ist und jeden Tag ein Manöver-Feedback-Gespräch mit Ihnen, mit dem Chef hat, auch da ist es normal, dass immer wieder Kritikpunkte kommen. Das wird ihm zwar auch nicht wirklich Spaß machen, aber deswegen ist es noch nicht gleich unangenehm, weil so ein Kritikgespräch ja zum Teil seines Erfolges, seiner Einarbeitung dazugehört. Wichtig ist, das ist für mich keine Motivation durch Angst. Motivation durch Angst wäre sowas wie,
Mensch, wie kann das schon wieder passieren? Das gibt's doch gar nicht. Wenn das nochmal passiert, dann, ach, ich weiß auch nicht. Also da ist eine Drohung drin, erstens. Und zweitens ist der Tonfall sehr aufbrausend und nicht ruhig und nicht wertschätzend. Wenn der Mitarbeiter die Chance hat, das zu verbessern, wenn es schaffbar ist, wenn das sachlich gut begründet ist und wenn der Tonfall wertschätzend ist, dann werden sie auch ein respektvolles, wertschätzendes Gespräch führen und es wird keine Motivation durch Angst stattfinden. Also ruhig bleiben. Denken Sie auch sowas wie, der hat das nicht mit Absicht gemacht. Wenn wir das denken, der hat das mit Absicht gemacht, dann wird es für uns schwieriger. Denken Sie lieber sowas wie, wenn er es besser gewusst hätte, hätte er es besser gemacht. Fehler passieren einfach. Manchmal sogar fahrlässig oder sogar grob fahrlässig. Vor einigen Wochen bin ich mit dem Fahrrad gefahren, habe meinen Laptop in die Laptophülle gepackt und die Hülle in den Fahrradkorb. Am zweiten Bordstein ist mir der Laptop rausgefallen auf eine Kante, was eine richtige Macke gegeben hat. Der war nicht kaputt, aber es war wirklich unschön. Das fand ich schon grob fahrlässig, ist mir aber passiert und das passiert auch in der Zukunft Ihnen, mir und auch Ihren Mitarbeitern. Ruhig bleiben ist wichtig. Wenn Ihr Mitarbeiter schon immer wieder bestimmte Fehler macht und Ihre Nerven auch langsam blank legen, Sie wollen aber kein Kündigungsgespräch führen, Sie wollen ein wertschätzendes Kritikgespräch mit Ihrem Mitarbeiter führen, dann können Sie, damit Sie selbst eine gewisse Gedankenhygiene haben und nicht so negativ da reingehen, auch eine Liste machen mit Dingen, die Sie an dem Mitarbeiter wertschätzen. Warum wollen Sie ihn im Team behalten? Wo liegt sein Beitrag? Was trägt er bei zur Stimmung im Team? Oder auch private Sachen. Was macht er Privates Tolles mit seiner Familie, mit seinem Kleingartenverein oder, wo er sich engagiert? Schreiben Sie alles Positive auf. Ich hatte einmal einen Vertriebsleiter im Training und er sagte, er hätte am nächsten Tag ein schwieriges Gespräch, auch ein Kritikgespräch gehabt mit seiner Kollegin, der Marketingleiterin. Und die haben schon seit Wochen diskutiert und sich immer wieder gekabbelt. Und er sagte dann, ich habe mich Sonntagnachmittag für eine Stunde hingesetzt und positive Dinge gesucht, die ich an dieser Person wertschätze. Und ich brauchte auch eine Stunde. Und es kann sein, dass Sie diese Zeit brauchen, aber die ist gut investiert, damit Sie leicht positiv oder wenigstens neutral in das Gespräch hineingehen. Dritter Punkt ist die Vorbereitung für die Ansprache. Kommen Sie, wenn Sie unter vier Augen sind, direkt zur Sache. Lieber Sven, ich habe ein wichtiges Thema zu besprechen mit dir. Es geht um das Gespräch, was du gestern Nachmittag hattest mit deinem Kollegen Michael. Direkt zur Sache. Kein Smalltalk, kein Lob, um das Gespräch oder die Gesprächsatmosphäre irgendwie angenehm zu gestalten. Kommen Sie direkt zur Sache. Es soll ein respektvolles Gespräch sein, mit einem respektvollen Ton, in dem Sie eben unangenehme Dinge zur Sprache bringen. So sind Sie bestens vorbereitet auf das Gespräch. Zahlen, Daten, Fakten, positive oder wenigstens neutrale Stimmung und eine direkte Ansprache. Damit werden Sie eine gute Kritikgesprächsvorbereitung haben und dann auch ein gutes Kritikgespräch. Wenn Sie mehr Details wissen wollen zum Kritikgespräch selbst, wie Sie das führen, schauen Sie gerne meine anderen Videos auf meinem YouTube-Kanal. Abonnieren Sie gerne den Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen. Und geben Sie mir gern einen Daumen hoch. Ich freue mich drauf. Bis bald. Ihr Markus Jotzo. Ciao.